Wir können gar nicht mehr looten. Das ist aber komisch. Die letzten zwei oder drei Gegner hätten, glaube ich, theoretisch noch. Naja, egal. Müll, Müll. Rüstungsmod, Schrott, Müll. Ich finde es ein bisschen lustig, muss man schon sagen, dass wir die Diebe angepöbelt haben, weil die die Toten berauben. Und dann bringen wir sie um und berauben ihre Leichen. Ja, das, liebe Kinder, nennt man Doppelmoral. Ein Schlagring aus Betonstahl. Okay. Braucht leider keiner von unseren Charakteren, aber gut. Gebrauchtes Katzenstreu. Warum sollten wir das mitnehmen? Gefüllt mit verklumpten Katzenstreu und kleinen Schokoladennuggets. Halt, das ist keine Schokolade. Vielleicht kann man das als Dünger benutzen oder so. Irgendein Grund wird es schon geben. Und ein Sack mit Katzenknochen. Diese Katzenknochen scheinen von ihrem Fleisch befreit worden zu sein. Okay. Ah, hier ist tatsächlich noch Beute. Eine Speerrüstung, sehr gut. Es gibt noch Leute in unserem Team ohne Rüstung. Munition und Geld. Und eine traurige Banane. Müll. Das ist eine Banane mit einem Gesicht und sie ist wirklich traurig. Es ist nicht leicht, weich zu sein. Okay. Ein Schneeballhaufen. Die Schneeverwehung hat genau die richtige Balance zwischen Dichte und Feuchtigkeit, um Schneebälle damit zu machen. Auf Schneehaufen pinkeln. Ihr öffnet den Reißverschluss und aus diesem gelb befleckten Schnee könnte man einige wirklich widerliche Schneebälle formen. Gelbe Schneebälle aufsammeln. Na gut, ich habe keine Ahnung, wie wir hier überhaupt hergekommen sind. This is Corporal Gonzalez at Ranger Command. Who am I speaking with? This is Rosie Wong at the Sands Lux Apartments. The tap water's brown again. That's not really our department, Miss Wong. Can I, Then you go arrest whose department it is! I'm trying to run a business here! My tenants have a right to clean water! Verzeihung. Ich hab mich verlaufen. Ich muss mal schnell auf die Karte gucken. Wir sind da oben und wir wollen da nach unten. Ich muss nach Süden gehen. Einfach immer nach Süden. Dann kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen. Aber, bevor ich es vergesse, können wir gleich noch ein bisschen hochleveln. Und wir haben eine Rüstung für den Ersten, der keine Rüstung hat. Fallen Crusader. Herzlichen Glückwunsch. Ta-ta-ta-ta. Oh yeah. So, und außerdem haben wir ein Level-Up für Idolem. Ja, Koordination maximiert. Somit haben wir jetzt die maximale Anzahl an Aktionspunkten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Machen wir auf je... Also, ich habe nur 3 Punkte. Ich würde gerne echt Schlossknacken verbessern, weil Schlossknacken ist immer gut. Und Toaster-Reparatur. Wir kommen früher oder später in die Situation, wo wir dringend einen Toaster reparieren müssen. Und dann will ich nicht in die Verlegenheit kommen, keinen gut genugen Toaster-Reparateur zu haben. Ah ja, und unsere beiden Story-Begleiter quasi sind auch aufgestiegen. Auch du kriegst mehr, ihr kriegt alle mehr Koordination. Was überlege ich lange?
Und du auch. Mein Gott, du hast ja gar nichts. Ich schätze, wenn man mit Revolver schießt, braucht man nicht so viel Aktionspunkte. Aber je mehr, desto besser. Ich würde sagen, mehr Waffenmodifizierungspower. Ich kann irgendwie. Jetzt geht's. Und dann vielleicht noch einmal. Idolem kann Tauschhandel. Wirklich? Ich wusste gar nicht mehr. Tatsächlich, ein bisschen. Stimmt. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich jemanden Tauschhandel beigebracht habe überhaupt. Aber sie kann es wesentlich besser. Dann machen wir sie zu unserer Tauschhändlerin. Und er hier? Ihr Hut ist so riesig. Und er kriegt natürlich bessere automatische Waffen. Also mehr geht gar nicht. Einen besseren Arschkriecher haben wir schon. Hinterhältiger Scheiß. Ja, warum nicht? Das habe ich noch gar nicht in meinem Team. Das ist perfekt. Ach, das ist ein cooles Spiel. Ich mag so klassische Retro-Team-Rollenspiele, in denen man so spezialisierte Personen hat. Und die Komfortfunktion, dass man sieht, wer in seinem Team den Skill bereits beherrscht und wie gut, wenn man drauf geht, ist sehr nützlich und sehr komfortabel. Eine sehr gute Idee. Aber die Tonaussetzer dauernd sind komisch, ne? Ah, sind schon alle erfroren mittlerweile. Es ging aber schnell. Na I think dann. we should pull some marshals from Broadmoor, put them here in downtown. I like your style, Rangers. I asked for a favor and you came through for me. Of course, I'd have liked it better if you sent Isaac Reed and his trader friends to me, rather than locking them up in Ranger HQ. Seems to me that if somebody commits a crime in Colorado Springs, they should face Colorado Springs justice. And I sure would appreciate it if you keep that in mind for the future. Werde ich aber nicht, weil ich die ganzen Leute, die ich festnehme, sammle in meiner Basis. Und du hast mir gar nichts zu sagen, Sheriff Daisy. Du bist nicht meine Mama. Niemand erzählt den Rangern, wie sie ihren Job zu machen haben. Well, I'm sorry to hear that. Hopefully, once you see how things work around here, you'll change your minds. Niemals. Now, before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Ain't that right, Hope? Pleasure's mine, Rangers. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's eastern border. Figured I could do the same thing for you at your HQ. Assuming you'll be arresting people now and then. Amity got flattened by the scar collectors a while back, so Hope came west. Been trying to get her to join the marshals ever since, but she keeps turning me down flat. We, have some differences when it comes to crime and punishment. But that aside, she's smart, honorable, and should be an asset to your organization. Ich war schon überzeugt, als auch nur im Entferntesten. Ne, es ist mir ganz egal. Sag einfach, ich kriege einen neuen Manager für meine Basis, eine neue Person für meine Basis und ich sag ja. Willst du nicht wissen, was ich kann? Nee, komm einfach in meine Basis. Mir wurscht. Also, danke für die Empfehlung. Wir brauchen jemanden für die Position. Also, willkommen, Hope. Great. I'll head over to Ranger Headquarters in a bit and start fixing up your brig. I can't think of a better way to serve than to ensure that our justice is fair, even to those who transgressed against it. So, back to business. Did you find out how the Dorseys got into town? Anscheinend hatten sie Hilfe von Farron Briegels Gang. Das sage ich. Das hat ja der Junge gesagt. Isaac Reed hat zugegeben, dass er ihnen geholfen hat. Doch es war Farron Briegels Gang. Ja, dann gebe ich hier die komplexe Antwort. Warum nicht? Sollte ruhig alle Informationen haben, die wir haben.
Well, since you already dealt with Isaac, let's concentrate on Brago. Ein Team und so. I'll never understand why the Patriarch let that rat set up shop here. Been nothing but trouble, so him making a deal with the Dorseys doesn't surprise me in the least. In fact, I had a hunch he might be involved, so I sent my best man over to his nightclub, the Little Vegas, to search for a connection. Haven't heard back from him, though. And I'm a little worried. Say, what if I asked you Rangers to go to Little Vegas and check up on them? And if you happen to find proof that Brago helped the Dorseys while you're there, well, feel free to cuff the bastard and haul him in. Ja, wir sind dabei. Take down Brago for me, and I'll make sure your HQ gets the best equipped armory this side of the Rockies. Guns, ammo, armor, the whole shebang. Das klingt schon ziemlich cool auf jeden Fall. Das klingt nach einem Deal. The marshal I sent to the Little Vegas is named Delgado. Family man and the best inspector I've got. Keep him safe, and I'll owe you another favor. Always a pleasure, Rangers. Dir auch. Ich würde ja fast gerne mal in unser Hauptquartier gehen. Aber ich weiß halt nicht, ob wir da schon irgendwas Sinnvolles. Hey, you're the Rangers! Well, first time we met, I didn't know you were in town. Heard all about you now. Irgendwas Sinnvolles antreffen würden. Ich meine, wir haben jetzt einen Arzt und eine Waffenexpertin, Frau und jemanden im Gefängnis, ne? Könnte man schon mal vorbeischauen, mal. Keine Ahnung, aber mal schauen. Was denkst du über diese Stadt, Zeitungsjunge? Well, it's the only safe place we've got. Vegas is gone, the robots saw to that. The refugees say the East is dying too. Might still be a couple nations out there, Motor City Combined and Buckeye Republic, but they were at war last we heard. Colorado's the only safe place left, and we have the Patriarch to thank. That makes this town the best place in the world, near as I can tell, even if it isn't perfect. Tschö. You bet. Hey, schauen wir mal zu dem Laden, den wir vorher gerettet haben. Mal gucken, was der im Angebot hat. Look, Martha, it's our friends who helped us save the shop. What can I do for you? We've got some discounts with your name on them. Versteht ihr euch gut, du und deine Frau? Hardly a crossword between us. Sie sagt nichts, rollt aber hinter ihm die Augen. Was kannst du mir über deinen Laden erzählen? Been making clothes and adornments for the 100 families for 30 years. Most of them won't buy from anybody else. For 30,000 years. Of course, we sell to regular folks too. Plenty of less expensive items in stock. Repurposed or restored garments, mostly. So wie ich das sehe, hast du eigentlich nur weiße Hemden. Gib's doch zu. Du hast weiße Hemden und Bauarbeiterhelme. Also tu nicht so. Aber gut, zeig mir mal, was du im Angebot hast. Der alte Mann lächelt, so alt sieht er aber nicht aus, lächelt fröhlich und beginnt euch die Ware zu zeigen. Der hat Kleidung, köstliche Kleidung. Das ist aber wirklich nur kosmetische Kleidung, kann das sein? Die Jacke stinkt nach Fisch und die Hose nach verbrannten Fisch. Finde ich lustig. Mülltaucher tragen sie mit Stolz. Reparaturteam-Kleidung sollte wahrscheinlich die spirituelle Uniform des Ödlands sein. Ha. It's funny, cause it's true. Aramid-Polster, ein Rüstungsmod. Ah ja, der verkauft Mods und Rüstung hier unten aber auch. Der hat auch wieder diesen Red-Tech-Helm. Wenn ich doch nur, ich kann. Es ist perfekt. Ich kann sogar gucken, wer das anziehen kann und wer nicht, wenn ich hier oben durchgehe. Und tatsächlich können Idolen und die Bilder erkenne ich nicht. Aber ich glaube, das ist Desert Railgun, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir zwei, die den tragen könnten.
Und diesen Söldnerhelm könnten sogar alle tragen. Wie viel kosten die? Ui, ist aber nicht so billig. Aber wisst ihr was? Ich kaufe den. Und das kaufe ich auch. Und den kaufe ich auch. Und dann ist Schluss. Mehr kaufen wir nicht. Und jetzt kleiden wir unser Team mal ein, weil viele haben wirklich noch kaum oder keine Rüstung. Der hat noch keinen Helm. Idolim hat noch gar keinen Helm. Kritische Trefferchance. Sieht lustig aus. Aber kritische Trefferchance ist schon auch gut. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal. Du kannst den nämlich gar nicht anziehen, zum Beispiel. Ah, jetzt habe ich mich verdrückt, aber ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir wirklich mal, ich fange hinten an, weil die hinten sind immer die Benachteiligten und verteile jetzt mal hier Rüstungen. Und dann schauen wir mal, wer was noch kriegt und wo man noch optimieren kann und so weiter und so fort. Auch von den Stärkewerten, die teilweise notwendig sind. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal eine Hose verteilen, weil die hat noch keine. Und da kann man mal gucken. Nein, da ist das, was sie anhat, sogar besser. Nein, stimmt gar nicht. Das wäre besser. Und sie kann auch so eine Skimaske anziehen. Dann hat sie leider ihren Hut nicht mehr auf, ne? Das ist fast schade. Weil ihr Hut ist schon cool und ein ziemlich gutes Erkennungsmerkmal auch. Ich glaube, in dem einen speziellen Fall mache ich ihre Maske unsichtbar. Mache ich ungern. Aber in dem Fall macht das Sinn. So, er könnte auch den Helm tragen. Und ich finde es super. Big Daddy. Nur ein bisschen kleiner. Ein Little Daddy. Ah ja, und die Panzerung passt vom Modell her einfach besser auf jeden Fall zu dem riesen Taucherhelm da. Lustig, lustig. Tralalala. Das nehmen wir. So, hier. Ah, verdrückt. So. Hier hätten wir noch, aber die hat der schon an, der Fallen Crusader, ne? Und da ist es das Gleiche. Geh weg. So. Genau. Hier hätten wir noch eine Rüstung, die wäre besser, die braucht aber Stärke 3. Die haben wir hier nicht. Ah ja, aber hier. Dann kriegt Idolim noch eine bessere Rüstung mit einer verbesserten Heilungsrate. Ansonsten ist sie ähnlich. Und dann haben wir hier zwei Speerrüstungen, die wirklich niemand mehr braucht. Na gut, okay. Die rote Ziege. Okay, dann müssen wir jetzt in diesen Club, ne? Als nächstes. All I did was ask a few questions. Little Vegas.